Hey, kommt zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zum nächsten Vlog. Es ist der Tag der Tage, es ist Super Bowl Day und wir sind jetzt erstmal ja, am Morgen bzw. am Mittag dieses wunderschönen Sonntags. Es geht für mich jetzt erstmal ins Elan, also ins Gym, trainiere nochmal eine Runde, dann gibt es ein bisschen FIFA Weekend League und im Nachhinein geht es dann zu Jascha und da wird dann Super Bowl geguckt und hoffentlich, ja, der nächste Ring von Brady, vom GOAT und von diesem Team hier gefeiert. Ich habe richtig Bock, ich glaube, das wird ein richtig geiler Tag und ihr seid dabei. Alles vergessen hier am Morgen. Schlimm. Guten Morgen. Morgen. Ich bin euch verplant, wie jetzt gut ist, Alter. Sorry, oh, ja, deswegen die kleine Verspätung. Ja, alles klar. Ich werde scharf gestellt. Max, wie war dein Workout? War wunderbar. Lief das alles. Das hat sich auch gerade noch ganz anders angehört. Freunde, wenn wir gleich. Lief alles wunderbar. Ja, bei mir auf jeden Fall auch. Vor allem meine Haare laufen wunderbar. Wenn ich gleich zu Hause bin, ich muss mal ein ernstes Wörtchen mit euch reden, Freunde. Das mache ich gleich. Sekunde. So, Freunde. Zuallererst mein gediegenes Spitzenreiter. Hey, danke St. Pauli für diesen wunderschönen 2:1 Sieg. Sehr, sehr gut. Damit ist 96 zumindest bis morgen mal Tabellenführer in der zweiten Fußball-Bundesliga, was daran liegt, dass das Torverhältnis genauso wie das ist von Braunschweig. Und wir, glaube ich, mehr Tore geschossen haben. Kamera, willst du scharf bleiben oder hast du keinen Bock? Soll mir auch egal sein. Darum geht's nicht. Ich tippe einmal kurz auf den Bildschirm, mache mich scharf, versuche es zumindest. Klappt es? Es klappt, glaube ich. Und jetzt kommt das ernste Wörtchen. Also, Freunde. Ich habe die letzten Tage wieder Videos hochgeladen mit etwas kontroverserem Content. Beispielsweise das Video zu Hannover 96 gegen Fürth, auch wenn da mal wieder natürlich die Message total ignoriert wurde und nur gesagt wurde, du kannst nicht verlieren. Okay, kann ich mit leben, ist nicht mein Problem. Allerdings dann beispielsweise der Dortmund-Karrieremodus. Ja, also zunächst einmal gab es die Beschwerde, Max, warum denn Dortmund? Warum nicht Villarreal? Warum nicht Porto oder sowas, was man noch nicht gesehen hat? Warum ein Team, das man so oft auf YouTube sieht? Liegt ganz einfach daran, dass ich Bock auf Dortmund hatte und dass ich ja letztes Jahr bereits einen Dortmund-Karrieremodus gemacht habe, der mir extrem viel Spaß gemacht hat und auf den ich einfach Bock hatte dieses Jahr. Der Kader ist geil, die Spieler sind nice und ich denke, das könnte eine Menge Spaß machen. So, deswegen das. Dazu kommt dann, ja, dass ich so angeblich wieder anfange, Clickbait zu machen und so weiter und so fort. Und dazu möchte ich euch was erzählen, beziehungsweise mal ein bisschen was sagen. Denn, zuallererst mal, ja, meine Titel werden sich wieder ein bisschen ändern. Ich werde nicht komplett Caps Lock Titel machen. Ich werde nicht so Titel machen wie beispielsweise Tizi Schubech, wie beispielsweise Shisha Keller. Das sind die in meiner Größe, die mich jetzt auch immer wieder überholen, weil eben mein Wachstum einfach weg ist. Genauso wie meine Klicks. Ich bekomme keine Klicks mehr. Ich bin Commander klicklos der FIFA-Szene. Vollkommen okay. Kann ich mit leben, weil mein Leben ist nicht darauf ausgerichtet. Ja, ich mache das hier zum Spaß. Aber man darf nicht vergessen, dass ich natürlich auch Spaß daran habe, wenn es besser läuft. Und ich sehe, womit es besser läuft. Und zwar mit beispielsweise anderen Titeln oder mit ein bisschen anderem Content. Und ja, warum sollte ich das dann nicht machen? So, das mit den Titeln, ich kann es verstehen, dass das bei einigen so sauer aufstößt, Clickbait und so weiter und so fort. Ich meine, Marcel hat sich anscheinend jetzt auch wieder so ein bisschen verändert. Ich habe es nicht wirklich mitbekommen, der Clickbait-YouTuber in Deutschland. Aber ich dachte mir, man könnte zumindest mal erzählen, warum ich das Ganze mache. Und zwar einfach, weil mein Wachstum so gesunken ist, beziehungsweise weil ich halt einfach keine, so ist es nichts mehr passiert quasi. Jetzt geht es langsam wieder ein bisschen bergauf, auch meine Klicks sind im Keller und ich will das natürlich wieder ein bisschen nach oben holen, gar keine Frage. Warum auch nicht? So, die andere Sache war dann, warum machst du 10-Minuten-Videos oder krampfhaft auf 10-Minuten-Videos? Du bekommst doch sowieso keine Klicks. Ja, okay. Und du interessierst sowieso niemanden. Solche Kommentare lassen mich relativ kalt. Ich erwähne es jetzt hier nur in dem Video, weil ja, es einfach falsch ist. Weil selbst mit 300.000 Klicks im Monat kann man noch gut Geld verdienen. So, und ich meine, ich habe eine große Community hinter mir. Es macht mir Spaß, die Videos zu produzieren. Ich werde dann doch sicherlich nicht damit aufhören. Und zu den 10 Minuten muss man mal eins sagen. Ich habe jetzt bei dem Dortmund-Video das wieder gestretched. Ich wollte, dass das 10 Minuten lang ist. Ich habe aber nicht großartig was gemacht eigentlich. Ich habe lediglich, eigentlich habe ich gar nichts gemacht. Ich habe nichts gemacht, es ist zufällig auf 10 Minuten 5 Sekunden gekommen. So, und bei anderen Videos bei mir genauso. Wenn Videos bei mir über 10 Minuten sind, dann ist das meistens Zufall. Das ist halt einfach so. So, und wenn es dann mal 10 Minuten 30 sind, das ist doch nicht schlimm.
Mein Gott, ich mache doch das Ganze hier für euch kostenlos. Ihr müsst doch nichts dafür bezahlen. Das ist doch für euch kein Aufwand. Ihr seht doch das Video einfach nur. Und wenn ich ein zweites Mal Werbung reinschalte, die meisten von euch haben sowieso einen Adblocker. Was juckt es euch? Ich verstehe es nicht. Es ist für mich ein bisschen rentabler. Es unterstützt mich mehr. Es bringt mir ein bisschen was. Warum darf ich es dann nicht machen? Warum sind wir in Deutschland in dieser beschissenen Neidgesellschaft, die sich über jeglichen kleinen Erfolg oder über jegliche kleine Sache, die man ansatzweise macht, um selber Erfolg zu haben oder um selber einen Bonus oder irgendwas zu haben, warum regt man sich darüber auf? Ich verstehe es nicht. Wenn es ein Shisha-Keller macht, kein Problem. Wenn es ein Tizi Schubeck macht, kein Problem. Wenn ich es mache, weil ich sowieso mal meine Meinung sage und weil ich sage, was ich scheiße finde und was mir nicht gefällt, dann ist es schlimm. Diese Doppelmoral auf YouTube ist einfach immer noch da und das geht mir tierisch auf den Sack und ich werde mein Ding durchziehen. Das habe ich schon gemacht, als ich die Videotitel einfach so geändert habe, dass ich keinen Caps Lock mehr benutzt habe. Das habe ich gemacht, als ich die Videos so rausgehauen habe, wie ich Bock drauf hatte. Das habe ich gemacht, als ich die Pause gemacht habe, in der Zeit, in der es mir nicht gut ging. Und ich werde es auch jetzt so machen. Und wem es nicht gefällt, tschüss. Leute, ihr interessiert mich nicht. Wer meint mich beleidigen zu müssen, weil ich ein Video 10 Minuten 5 anstatt 9 Minuten 50 mache und nochmal Werbung reinklatsche, der interessiert sich nicht für mich. Ja? Der interessiert sich nicht dafür, dass ich damit dass es mich ein bisschen mehr unterstützt. Und der kann sich dann dementsprechend verziehen. Wem die Videos nicht gefallen, habe ich immer schon gesagt. Ich zwinge niemanden, diesen Kanal zu abonnieren. Die dies machen, Dankeschön. Und die, die mich unterstützen, auch Dankeschön. Aber ansonsten braucht man sowas nicht. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, die alle YouTuber eigentlich mal beherzigen sollten. Man braucht die Leute nicht, die einen runterziehen. Man braucht die Leute, die einen hochziehen. Und das ist immer so im Leben und auch auf YouTube. Und deswegen wollte ich das einfach nochmal gesagt haben. Ja, es werden wieder andere Titel kommen. Ein bisschen mehr Clickbait, was einfach daran liegt, dass ich keine Klicks mache. Und das sollte auch jeder von euch verstehen können, der mich mindestens andersweise unterstützen möchte, weil mich das halt einfach unterstützt. So, versteht ihr die Logik? Deswegen verstehe ich nicht, wie man da sauer drauf sein kann. Und die Leute, die sauer drauf sind, ja, die müssen dann halt deabonnieren oder die Videos nicht mehr gucken oder disliken. Sollen sie machen. Alles in Ordnung. Gut, das war's dazu. Ich spiele jetzt weiter FIFA. Gucke nebenbei übrigens gerade The Zone. Ich habe jetzt gerade das Spiel leise gestellt. Swansea gegen Man City. Aber ich habe es schon wieder getroffen. Wahnsinn. Ja, und dann geht's später irgendwann eine Runde schlafen. Dann ist Afrika-Cup-Finale. Burkina Faso gegen Ägypten. Und dann geht's zu Yasha. Und dann ist Super Bowl. Oh nein, das Video hier wird über 10 Minuten lang. So, das erste Mal mit meiner Jacke an. Nachdem ich sie ja vorhin vergessen habe, auf geht's zu Yasha. Ich habe mega Bock auf Super Bowl. Es ist jetzt gerade Viertel von neun. Das heißt, wir haben bis zum Kickoff noch ein bisschen Zeit. Aber ich habe schon richtig Bock auf die Pre-Show. Ich denke, das wird ein richtig guter Abend. Und ich hoffe, dass die Patriots gewinnen. So, der heilige McFlurry musste auf dem Weg nochmal geholt werden. Liegt ganz einfach daran, dass bald Fastenzeit ist und dass ich, obwohl ich nicht gläubig bin, tatsächlich fasten werde. Und zwar Süßigkeiten. Und deswegen musste der jetzt nochmal sein. Oh Gottes Willen, das ist ja ein Aufwand. Warte, ich habe keine Hand frei. Sekunde. Ja, bitte. Voll der Balance sagt. Na? Wie geht's dir, Humpelix? Schnauze. Oh. Immer in dieser Squat-Position so. Nee, das möchte man wirklich nicht filmen. Guck mal, da stehen schon die Tücher extra für dich bereit. Come on! Genau für dich, du T-Rex. Ganz. Wie lange haben wir noch bis zum Kickoff? Lange. Genug. Warum nehmen die ganzen Brüder, Schwestern und... Alle verletzten Spieler wirklich so heulen. Goat! Gronk! Aber er kann stehen und tippen. Ja. Kann schon länger wieder. Ja. Er steckt sich in die Tasche. Ich konnte Bush noch nie leiden, weder den einen noch den anderen. Ganz ehrlich, das ist bisher so schlecht. Das ist so schlecht. Ja, scheiß wieder ein Pöbellaune. Letzter Zeit irgendwie immer in den Videos. Das ist unglaublich. Was der plötzlich für Eier bekommen hat, ne? Gibt's gar nicht. Bei dem Spiel darf man das auch. Ey, das ist so lächerlich, wie die jedes Mal zwei Versuche verschwenden mit beschissenem Laufspiel, was die Patriots sowieso nicht können. Und wie Brady einfach heute nichts auf die Kette bekommt. Das ist nur scheiße. Sie sollten erstens mich anwechseln und zweitens einen Kommentar, den ich gerade bei Swayback gesehen. Vielleicht Gronk doch nochmal fragen, ob er spielen kann, auch mit Schmerzen. Besser als alles, was ich heute von den Patriots gesehen habe. Zeig nochmal, mach nochmal. Besser als alles von den Patriots, alles. Ey, die waren tot. Die waren einfach tot. Und wenn sie jetzt. Ich hab mit. Ohne Scheiß. Wenn jetzt so ein Ding kommt wie. Hier, wie ist der Rookie? Butler. Nee. Nicht Butler. Alter, ich kann nicht mehr.
Ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr, das darf nicht als Alter. 19:0 im letzten Quarter, what the f... Alter. Warum lobt er den denn auch? Ich fass das nicht, Alter, das war so durch, dieses Spiel. Aber sehr, sehr, sehr verdient, ne? Sehr, 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 sehr verdient. Oh ja. Alter. Alter. Alter, das. Das ist nicht nur das heftigste Comeback. Und jetzt kommt das Konfetti runter. Alter. Was für ein Anblick. Wow. Goat, 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 Goat. Kamera ist fast leer. Ich habe das noch nicht ganz verarbeitet. Ich verstehe nicht, wie das funktioniert. Ich werde jetzt aber mal so viel reden, wie es geht, bis die Kamera ausgeht. Ich verstehe nicht, wie das passieren konnte. Ganz ehrlich, die haben in der ersten Halbzeit, die haben alles verkackt, was möglich war. Da war ja nichts. Edelman als Returner, das hat mir schon so aufgeschlossen, weil Amendola einfach besser ist. In der zweiten Halbzeit ging es dann das eine Mal, aber da ist ja auch nichts draus geworden, ey. Dazu die Pässe, die Defense, die so unglaublich schlecht gespielt hat. Okay, die Falcons haben auch wirklich gut gespielt, ohne Frage. Die Falcons waren super, auch Matt Ryan. Der war auch super. Finde ich übrigens absolut frecher, dass die Kommentatoren, also jetzt die Rang-Kommentatoren, die ganze Zeit gesagt haben am Anfang, ja, Superstar, bis zur Halbzeit, eigentlich auch danach noch, Superstar, absolut MVP und so weiter und so fort. Und am Ende war er dann angeblich so mehr oder weniger schuld, dass sie verloren haben, was totaler Schwachsinn war. Oh, Alter, wie die Patriots das zurück, ich habe keine Ahnung, wie sie das gemacht haben. Ja, wo waren wir stehen geblieben? 23:8. Ich war mir so sicher, dass dieses Spiel durch ist, ganz ehrlich, das war für mich schon entschieden. Und ich habe auch schon gesagt, dass ich nicht daran glaube, dass sie es noch schaffen. Und dann das letzte Quarter, nachdem so viel schief gelaufen ist, nachdem wirklich kein Pass angekommen ist, nachdem so viel falsche Entscheidungen getroffen wurden, nachdem die Defense so unglaublich schlecht gespielt hat, macht Brady einfach mal ernst für ein paar Minuten, für 13 Minuten. Und macht in diesen 13 Minuten 25 Punkte. Natürlich hat die Defense in den Situationen dann auch gut gespielt, beziehungsweise gut dagegen gehalten. Man muss ganz ehrlich sagen, hätten sie tatsächlich den einen Sack nicht gehabt, wo dann dritter Versuch und 33 war, das wäre kritisch geworden, aber dadurch hatten sie halt die Gelegenheit. Und dann dieser unfassbare Catch von Julian Edelman, meinem Lieblingsspieler, muss man dazu sagen, gegen drei... Verteidiger der Falcons, irgendwie, weil der Ball auf dem Bein landet, fängt er den, das war eigentlich schon eine sichere Interception, und er kriegt irgendwie diese 0,1%ige Chance und fängt diesen Ball und hält ihn und fängt dann den Touchdown, glaube ich, war es ja auch noch von ihm. Und dann der Amendola, auch ein Spieler, den ich unglaublich gerne mag, macht tatsächlich die Two-Point-Conversion klar. Und als dann der Münzwurf kam, da war mir klar, okay, das Ding ist durch, weil natürlich die Moral der Falcons unglaublich gebrochen war. Die hatten ja nichts mehr im Köcher, gar nichts mehr. Die haben ja all ihr Pulver verschossen und natürlich hast du dann noch keine Restenergie mehr, wenn alles gegen dich läuft, wie es halt in diesem Spiel der Fall war, beziehungsweise in dieser Schlussphase der Fall war. Absolut genial, wirklich eine kranke Leistung von Brady, eine kranke Leistung allgemein von den Patriots. Natürlich auch eine starke Leistung von den Atlanta Falcons, von Julio Jones, der unauffällig war, aber trotzdem natürlich präsent und vor allem zwei Leute mal auf sich gezogen hat. Von Matty Ice, der sehr, sehr stark gespielt hat, wo man wirklich sagen muss, dass es lächerlich ist, dass halt beispielsweise die deutschen Kommentatoren meinten, dass er halt eben nicht entscheidend war, beziehungsweise erst war es ja, da habe ich ja glaube ich schon erzählt, ich weiß es nicht mehr, weil es schon so lange her ist, weil ich jetzt gepennt habe in der Zeit, erst zu sagen, ja, er war so stark und dann zu sagen, nein, er war nicht so stark und ja. NFL-Memes ja auch total umgeswitcht von, ey, voll scheiße, der Brady auf, oh, Goat. Es war einfach ein geiler Super Bowl, alle, die nicht gesehen haben, sollten sich auf jeden Fall noch die Wiederholung angucken, zumindest die Highlights, ja, die letzten, ja, im Endeffekt waren es ja nicht nur 25 Punkte, es waren im Endeffekt ja sogar 30 Punkte von New England, also das war einfach. Es ist so unwahrscheinlich, dass sowas passiert und es ist trotzdem, hat stattgefunden und Brady holt seinen fünften Ring, Belichick holt seinen fünften Ring und Gronk, der verletzte Gronk, hat einen zweiten Ring und ich hoffe, dass der nochmal seinen dritten holen kann und zurückkommt. Das wäre schön. Gut. Ich möchte mehr zu dem Video gar nicht mehr sagen. Das war's. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wo ihr den Super Bowl geguckt habt, wie ihr ihn geguckt habt. Mit Freunden im Kino oder sowas. Hier in Hildesheim gab es so eine Aktion. Hab das durchgehalten, hab da irgendwie zur Halbzeit gesagt, ich geh pennen, hat ein Kollege von mir anscheinend gemacht, blöd, sag ich mal, und ich bin auf jeden Fall gespannt, wie ihr diesen Super Bowl fandet, ich fand ihn natürlich geil, ja, pro Patriots, und das war's von diesem Video. Bis dann, abonniert diesen Kanal kostenlos, haut rein, und ciao.